Hallo zusammen, Michi hier ist wieder euer Klar und heute bin ich mal wieder für euch in Liedchen unterwegs. Und zwar geht es heute mit meiner kleinen Classbook-Reihe weiter. Wir kümmern uns heute nämlich um den Monk und hierzu bin ich schon im Kunlai-Gipfel, beziehungsweise um genauer zu sein, bin ich hier oben am Gipfel der Ruhe. Das ist so dieses kleine Monk-Gebiet, wo wir uns auch wiederum hinporten können. Vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, der Mönch hat hier die Fähigkeit Zeppelinfahrt. Mit dieser können wir uns dementsprechend hier zu diesem Gipfel der Ruhe porten und dann erscheinen wir hier in diesem Hauptgebäude, laufen hier einfach runter und hier haben wir einen NPC. Hallo. Diesen Meister Hawang. Und dieser verkauft uns hier ein Buch und zwar Zenflug. Das kaufen wir jetzt an der Stelle mal, kostet 50 Mögen Gold. Euch die Nebel beschützen. Dürfte verschmerzbar sein, wir lernen das auch. Und dann müssten wir wieder eine Fähigkeit kriegen. Und ja, das ist hier wieder nur ein Garnichar, deswegen der hat irgendwo komische Fähigkeiten rausgezogen, das nicht beachten. So, wir nehmen jetzt den Zenflug, lernen es, beziehungsweise setzen es ein. Und ihr seht schon, ich bin jetzt auf so einer kleinen Wolke und kann mit dieser Wolke auch fliegen. Sprich, ihr braucht dazu keinen Flugmount, sondern könnt halt dementsprechend einfach über diese Wolke dann auch rumfliegen. Geht natürlich nur da, wo ihr auch fliegen könnt. Anfang Legion wird es natürlich in den Legion-Gebieten nicht gehen, bis man dann da Fliegen freigeschalten hat. Ja, so viel dazu. Das war's schon auch mit dem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen weiterhelfen. Die ganzen anderen Classbook-Guides werde ich euch verlinken, beziehungsweise wenn ihr oben hier auf das i klickt, das ich noch einstellen werde, dann kommt in die Playlist und dann könnt ihr die von den anderen Klassen auch sehen. Und bei manchen gibt es auch ein paar Toys, die vielleicht recht interessant für euch sein könnten. Die werde ich euch auch verlinken. Und ja, dann könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, beziehungsweise wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet, wie immer, dann klar abonniert den Channel und dann werdet ihr auch dementsprechend immer über die neuesten Videos informiert. Gut, dann kommen wir schon zum Ende. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao!